Ja, wie kann Kochen ein Bindeglied sein zwischen den Generationen, aber auch zwischen Arbeit, Partnerschaft und Familie? Darum soll es in unserem nächsten Beitrag gehen. Christine Brombach ist Professorin an der Forschungsgruppe Sensorik am Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wädenswil in der Schweiz. Sie studierte Ernährungs- und Haushaltswissenschaften in Deutschland und in den USA und promovierte zum Thema Ernährungsverhalten von Frauen über 65 Jahren. In ihrer Keynote Ernährungskompetenz gestern, heute, morgen, ein kulinarischer Blick auf die Generationen und ihren Wandel, wird sie uns Einblicke in ihre Forschung geben, nämlich das Ernährungsverhalten einer Familie über 4 Generationen. Und wie sich das in einem Zeitraum von 120 Jahren verändert hat, das wird sie uns jetzt erklären. Ja, was möchte ich Ihnen heute erzählen? Und würde da jetzt einfach bitten, genau, dass Sie das erste Slide aufschalten. Ernährungskompetenz. Was ist eigentlich Ernährungskompetenz? Also Ernährungskompetenz kann man natürlich als Können, als ein Wissen, als praktische Erfahrung beschreiben. Aber es gehören dazu natürlich auch immer Voraussetzungen, Umsetzungsmöglichkeiten. Und gerade heute ist das Kochen wieder ganz stark in den Vordergrund gerückt. Wir haben festgestellt, jetzt während der Zeit des Lockdowns, Corona, haben eine Studie gemacht bei unseren Studierenden, haben über fast 1000 Studierenden befragen können und war natürlich alles auch jetzt nicht erreichbar, weder Mensen noch Restaurants, aber immerhin haben 82% der Studierenden gesagt, dass sie jetzt in dieser Zeit selber gekocht haben. 40% haben aber auch gesagt, sie haben mehr Geld ausgegeben für Lebensmittel. Ja, und die Hitliste dessen, was selber gekocht oder gebacken wurde, war in der Tat Brot und eben auch bestimmte einfache Gerichte. Also da sieht man schon mal, dass das Kochen in solchen Zeiten, die wir ja jetzt leider alle auch erleben, eine ganz andere und vielleicht auch eine, wie ich meine, berechtigtere Funktion bekommen kann. Kochen, das zeigen aber auch Studien, ist eine Tätigkeit, die wir alle ausüben müssen. So wie wir uns täglich ernähren und essen müssen, müssen diese Lebensmittel auch zubereitet werden. Doch was passiert denn da eigentlich? Und kann man jetzt aus diesen Erfahrungen in Corona-Zeiten sagen, dass sich das verändert hat? Oder sind das längerfristige Prozesse? Ich möchte Sie daher einladen, mit mir hier eine kleine Reise zu machen, die tatsächlich einen längeren Zeitrahmen umfasst. Und jetzt komme ich gerade mit meinem System hier nicht weiter. Ich bitte deswegen um die erste Folie. Ich habe Folgendes vor, mit Ihnen zu teilen. Ich möchte Ihnen zeigen, dass Kochen etwas ist, was zu diesen Ernährungskompetenzen gehört, dass es dazu Voraussetzungen gibt und dass Kochen so viel mehr ist, als irgendwas in einen Kochtopf zu werfen, umzurühren und fertig. Und dann möchte ich Ihnen Einblicke aus 2 Studien zeigen, die sich im Generationenprozess mit der Frage befasst haben, was ändert sich beim Kochen und was bleibt? Und das am Schluss zusammenfassen und mit Ihnen hoffentlich auch in Diskussion treten zu können. Die nächste Folie bitte. Ja, und nochmal ein Klick dazu bitte. Wir müssen alle uns ernähren. Wir verspeisen pro Jahr im Schnitt circa 1,5 Tonnen Lebensmittel und Getränke. Und diese Lebensmittel und Getränke, die müssen wir zubereiten. Die essen wir ja nicht in der Regel einfach so. Und hier kommen dann auch bestimmte Ernährungskompetenzen ins Spiel. Nächste Folie bitte. Wenn wir jetzt diese Lebensmittel haben oder uns auswählen, dann braucht es dazu Kenntnisse. Und diese Kenntnisse haben wir bis anhin in einem Umfeld erlernt, wo wir auch vermittelt bekommen haben, was Lebensmittel für eine Bedeutung haben, wann sie gegessen werden, wie sie zubereitet werden. Wir haben auch in der Regel eine Form von gemeinsamen Essen erlebt, an den
Tisch, wo wir essen, finden Tischgespräche statt. Wir erlernen Tischsitten und wir erlernen vor allem auch die Symbolik der Nahrung, also was jetzt ein Gericht verdeutlicht. Und wie es eben Frau Klöckner eben schon so schön erwähnt hatte, in ihrer Kindheit spielten bestimmte Gerichte eine Rolle, die sie für heute eben immer noch wichtig erachtet, weil daran Geschichten hängen. Nächste Folie, bitte. Ja, was essen wir denn in Deutschland? Und das ist so vielschichtig, wie die Menschen hier auch sind in Deutschland. Und ich habe Ihnen jetzt einfach mal ein Bild mitgebracht. Das ist ein Bild aus einem Bildband. Und das zeigt mal so, was so in Deutschland alles auf den Tisch kommt. Sie sehen hier die Lebensmittel, die diese Familie im Laufe einer Woche verspeist hat. Und das wurde nachgekauft und hier nochmals auf den Tisch aufgebaut. Die nächste Folie, bitte. Ja, um aber jetzt diese Lebensmittel auszuwählen, wenn wir einkaufen gehen und dann zuzubereiten oder dann auch die Lebensmittel im Haushalt richtig zu lagern oder auch zu wissen, wie man mit bestimmten Lebensmittelresten umgeht, braucht es Kompetenzen. Dafür braucht es Wissen und Erfahrung. Und Frau Klöckner hat es bereits erwähnt, da haben vielfach unsere Senioren oder auch unsere älteren Familienmitglieder mehr Erfahrung, ganz einfach, weil sie schon längere Jahre damit beschäftigt sind und das ist selbstverständlich an ihr Lebensalter gekoppelt. Die nächste Folie bitte. Ich habe mal ein schönes Zitat von einem Kochbuch gefunden, welches sich mit der Frage beschäftigt, was eigentlich Kochen ist. Und ich erlaube mir, Ihnen das einfach mal vorzulesen. Ich sagte, dass ich eine perfekte Definition der menschlichen Natur im Unterschied zur tierischen gefunden habe. Ein griechischer Philosoph behauptete, der Mensch sei ein zweibeiniges, ungefiedertes Wesen, worauf sein weiser Konkurrent einen Hahn rupfen ließ und ihn vor allen Schülern in die Akademie warf, um den Philosophaster Menschen zu verhöhnen. Franklin sagte ganz zutreffend, der Mensch sei ein Tier, das Werkzeuge herstellt, denn kein Tier außer dem Menschen macht Dinge, mit denen es andere Dinge machen kann. Das gilt aber nur für sehr wenige Angehörige der Spezies. Meine Definition des Menschen lautet, dass er ein kochendes Tier ist. Tiere haben in gewissem Grade Gedächtnis, Urteil und alle Fähigkeiten wie auch Leidenschaften unseres Geistes. Aber kein Tier kann kochen. Der Trick des Affen, der eine Katzenpfote benutzt, um Kastanien zu rösten, ist nur ein Ausdruck der gewitzten Bosheit dieser Turpissima Bestia, die uns durch ihre Ähnlichkeit mit uns so arg demütigt. Nur der Mensch kann ein gutes Gericht zubereiten und jeder x-beliebige Mensch ist ein mehr oder weniger guter Koch, indem er würzt, was er selbst zu essen gedenkt. Ihre Definition ist gut, erwiderte Burke. Und jetzt erkenne ich die ganze Wahrheit des bekannten Sprichwortes, in der Bratkartoffel steckt Vernunft. Die nächste Folie, bitte. Ja, das ist jetzt erstmal, nee, Entschuldigung, gehen Sie nur eins zurück. Dankeschön. Das ist ein dunkles Bild. Und das ist eigentlich genau das, was wir sehen, wenn wir von unserem Mund aus nach draußen fotografieren. Ja, im Mundhöhlenraum ist es dunkel und jetzt, nächstes Bild bitte, geht der Mund auf und da kommt Essen rein. Aber dieses Essen ist ja eigentlich erstmal etwas Fremdes. Sie müssen sich vorstellen, diese 1,5 Tonnen Lebensmittel, die wir pro Jahr verspeisen, die gehen alle durch unseren Körper. Und die gehen nur dann in unseren Mund hinein, wenn wir sie kulturell als Lebensmittel akzeptieren und kennen. Und damit überhaupt Lebensmittel als kulturell erkennbar und für uns essbar sind, müssen sie in der Regel zubereitet werden. Denn ein Großteil der Produkte, die wir haben, sind ja roh. Nächstes Bild bitte. Ja. Der Mund ist also rein jetzt entwicklungsgeschichtlich betrachtet der Eingangstor für Materie, die wir entnehmen und in unseren Körper aufnehmen. Und dass wir das ohne Gefahr tun können, hat ganz viel mit Kochen, mit dem Zubereitungsprozess zu tun. Was eben dann aus der Natur entnommen wird, wird in diesem kulturellen Prozess eine Art Transformation über das Kochen, das Zubereiten, überhaupt erst essbar und für uns auch zugänglich gemacht. Nächstes Bild.
Kochen ist also an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Und das ist jetzt quasi so ein ganz allgemeines Schema, was beim Kochen kulturgeschichtlich gedacht passiert ist. In dem Moment, wo der Mensch das Feuer hatte, eröffnete sich in einer wahnsinnigen Vielfalt der essbare Spielraum des Menschen. Lebensmittel wurden besser verdaulich, sie wurden hygienisch, sie schmeckten besser und bestimmte Produkte sind überhaupt erst durch einen Zubereitungsprozess wie das Kochen essbar. Man kann also sagen, das Kochen ist wie so ein konkaves Gefäß, da kommt Materie hinein, da braucht es Kompetenz, es braucht Energie und es braucht Technik, damit ein Produkt aus der Natur in einem kulturellen Transformationsprozess überhaupt erst zu einer Speise wird. Nächstes Bild. Wenn man das jetzt gesamtgesellschaftlich betrachtet oder auch in größeren Zeithorizonten oder auch in unterschiedlichen Kulturen, man findet immer die gleichen Elemente, die im Kochen stattfinden. Ich habe das mal zusammengefasst als das sogenannte Prepare Model. Also beim Kochen ist immer eine Person dabei oder Personen, wenn es gut geht. Man verwendet Ressourcen, das ist das R. Also man braucht Lebensmittel, man braucht Zutaten, man braucht Energie. Man braucht aber auch eine Technik, das ist das E. Also Geräte oder einen Topf oder einen Herd oder Löffel, mit denen man das Ganze auch umrühren kann. Man braucht aber auch Kompetenzen, das ist das P. Das heißt, man braucht Wissen, man braucht Kenntnisse, man braucht Können. Und das Ganze ist an bestimmte Finanzmittel geknüpft, das ist das A. Das heißt, es kostet Geld oder es kostet irgendwelche Ware, die ich im Austausch dann bekommen kann. Und das Ganze findet in einem kulturellen Prozess statt. Alle Kulturen in der Menschheitsgeschichte haben Lebensmittel zubereitet und in irgendeiner Art und Weise transformiert oder auch gekocht, wie wir sagen. Das finden wir überall und da gibt es auch schöne prähistorische Beispiele. Aber das Essen hat auch eine Bedeutung, was am Ende herauskommt, und das ist das E. Nächste Folie bitte. Ich möchte Ihnen jetzt zwei Studien vorstellen, die verdeutlichen sollen, was sich im Verlaufe von Generationen verändert hat. Zuerst möchte ich das anhand einer Drei-Generationen-Studie zeigen und danach eine Fallstudie Ihnen vorstellen bei einer Familie, die sich auf jetzt 120 Jahre verfolgen lässt und wo ich versucht habe, Einblicke zu erhalten. Die nächste Folie bitte. In dieser ersten Studie, das ist eine Studie, die wir an verschiedenen Universitäten und Hochschulen durchgeführt haben. Es waren Beteiligte die Universität Jena, dann es war an die Pädagogische Hochschule in Karlsruhe, in Albstadt-Sigmaringen und hier in Wädenswil. Wir haben hier unsere Studierenden gebeten und befragt, ob sie selber einen Fragebogen, den wir zuvor gemeinsam entwickelt haben, ausfüllen, diesen Fragebogen von ihren Eltern ausfüllen lassen und wenn möglich auch ihre Großeltern noch mit einschließen. Es waren insgesamt 31 Fragen, die wir hier zusammengefasst haben, rund um das Thema Essen, Kochen, Einkaufen und Umgang mit Lebensmitteln zu den Speisen und Mahlzeiten. Nächste Folie bitte. Insgesamt haben in dieser kleinen explorativen Studie 247 Personen mitgemacht. Es waren 52 Großeltern mit dabei, überwiegend Großmütter. Dann waren knapp 100 Eltern mit dabei und 100 Kinder. Wir haben jetzt nachfolgend dann die Folien so zu interpretieren, dass die Großeltern die F1-Generation sind, die Eltern sind die F2-Generation und die Kinder, sprich die Studierenden, sind die F3. So, nächste Folie bitte. Wenn man sich hier diese Folie anschaut, dann sind die blauen Balken, die Sie hier sehen, die Großeltern, die orangefarbenen Balken sind die Eltern und die roten Balken sind die Kinder. Und wir haben gefragt, was die heutige Hauptmahlzeit ist und was man hier sehr schön sehen kann, ist, dass für die Großeltern die blauen Balken sehr viel höher ist als bei den Kindern und den Eltern, dass mehr Großeltern sagen, das sei ihre Hauptmahlzeit, das Mittagessen. Und dass man umgekehrt sieht, dass für keinen der Großeltern das Abendessen als Hauptmahlzeit bezeichnet wird,
aber leicht Tendenzen sich zeigen, dass es hier häufiger bei den Kindern, F3-Generation, so der Fall ist, als jetzt bei den Eltern. Nächste Folie. Wenn man sich jetzt nochmal fragt, naja, wie lange essen denn die Menschen? Da fallen die Älteren auch auf, dass zum einen sie natürlich jetzt keine beruflichen Verpflichtungen mehr haben, aber es gibt andere Studien, die belegen, dass diese Muster sehr stark beibehalten werden, auch eben jetzt während der Phase nach der Berufszeit, so dass das eigentlich eher konstante Muster sind. Sowohl die Großeltern essen länger beim Frühstück, aber vor allem auch beim Mittagessen, beim Abendessen. Interessanterweise ist es ungefähr bei allen drei Generationen die gleiche Dauer, also so um die 20 Minuten. Und im Schnitt sind es so bei dem Mittagessen bei den Großeltern knapp unter 30 Minuten und beim Kindern und Eltern um die 20 Minuten. Nächste Folie bitte. Ja, am Wochenende sieht es ein bisschen anders aus. Da sieht man auch, dass es relativ ähnlich ist. Die Mittagsmahlzeit ist immer noch länger bei den Großeltern. Allerdings kann man auch hier erkennen, dass am Abend, am Wochenende bei Eltern und Kindern deutlich länger gespeist wird als bei der Großelterngeneration. Nächste Folie. Ja, jetzt stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien wird denn überhaupt gekocht? Und wir haben hier wieder in den oberen Spalten die Großeltern, die Eltern und die Kinder. Und hier kann man sehr schnell schön sehen, dass es sowohl den Eltern als auch den Kindern wichtig ist, dass sie möglichst schnell kochen können. Das ist bei den Großeltern weniger wichtig. Was aber auch spannend ist, ist die letzte Zeile, wenn es darum geht, ob einem das Selbstgekochte schmecken soll. Und da kann man erkennen, dass dieses Kriterium für die Kinder, also die Studierenden, am wichtigsten ist und bei den Großeltern weniger wichtig. Hingegen ist der Gesundheitsaspekt für sie, für die Großeltern am wichtigsten, dann gefolgt von den Eltern und am wenigsten wichtig den Kindern. Nächste Folie. Jetzt stellt sich die Frage, nachdem ich Ihnen diese kleine explorative Studie vorgestellt habe, die sich jetzt bei drei Generationen abzeichnet, gibt es denn auch ähnliche Erkenntnisse, wenn man sich mal eine Familie herauspickt und die genauer untersucht? Und das möchte ich Ihnen jetzt im Nachgang vorstellen, weil es durchaus hilfreich ist zu verstehen, was im Kontext der verschiedenen Entwicklungen, die wir in den letzten 100 Jahren hatten, abgespielt hat. Und ich beziehe mich da auf ein schönes Zitat von Odo Marquardt, Geschichtswissenschaftler und Philosoph der Universität Gießen. Der hat gesagt, Zukunft braucht Herkunft. Und das meint, dass wir eigentlich mit einem Blick zurück die Gegenwart und die Zukunft besser verstehen können und auch daraus ableiten können, was uns wichtig ist und wie man diese Dinge weiterentwickelt. Nächstes Bild bitte. Wenn man sich jetzt so einer Studie zuwendet, dass man jetzt sich fragt, was hat sich im Bereich einer Familie verändert? Da kann man eigentlich sagen, dass das Kochen wie so ein Bindeglied ist zwischen den Generationen, weil kochen müssen wir alle, wenn wir etwas essen wollen. Und ein Soziologe, Georg Simmel, hat bereits Anfang des letzten Jahrhunderts formuliert, dass genau das Gemeinsamste ist, was alle Menschen teilen, das Essen ist. Und ich sage, genauso gemeinsam ist, was alle Menschen miteinander verbindet, das Zubereiten dessen, was ich esse. Also ich gehe sogar noch ein Stückchen zurück zu dem, was Simmel sagte. Nicht das Essen an sich ist das Gemeinsamste, sondern die Zubereitung einer Mahlzeit, sprich das Kochen. Nächstes Bild. Wenn man sich jetzt die letzten 120 Jahre anschaut, dann möchte ich einfach mal in den Raum stellen, dass nirgendwo so sehr diese Veränderungen deutlich geworden sind, die wir durchlaufen haben im Bereich der technischen Entwicklungen, im Bereich der politischen Entwicklungen, im Bereich verschiedener wirtschaftlicher Entwicklungen, aber auch im lebensmitteltechnologischen Bereich und in den Veränderungen unserer Werte, wie gerade beim Essen und beim Kochen.
Sie sehen jetzt gleich abgebildet eine ziemlich dichte Folie. Ich warne Sie schon mal vor. Ich führe Sie aber da durch. Und diese Folie besteht aus verschiedenen Zahlenstrahlen, die jetzt von 1900 bis 2020, also heute, gehen. Und ich möchte Ihnen nur sehr, sehr exemplarisch zeigen, was sich da alles in den letzten 120 Jahren bei uns verändert hat, was wiederum auf das Kochen und den Umgang mit Essen eine entscheidende Auswirkung hatte. Die nächste Folie, bitte. Sie sehen also hier die oberste Folie, ich weiß nicht, ob man meine Maus hier sieht, 1900 bis 2020, dass wir eine extreme Veränderung in unseren politischen Systemen hatten, angefangen vom Kaiserreich, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Trennung Deutschland, Wiedervereinigung Deutschland. Wir haben aber auch ökonomisch betrachtet sehr viele Veränderungen gehabt. Lebensmittel wurden immer günstiger im Verlauf der Zeit. Wir haben technische Entwicklungen gehabt und jetzt bitte ich Sie ein paar Mal zu klicken, bis ich Stopp sage. Ja, wir haben also von der Industrialisierung eigentlich bis zu den ultraprozessierten Lebensmittel to go heute alles. Wir haben heute die Überlegung, dass man Lebensmittel anpasst mit Reformulierungen. Wir haben eine immense Veränderung, aber auch was die Informationsvermittlung anbelangt, also von den ersten Fernsehsendungen eben bis hin heute zum iPhone. Und das sind alles Dinge, die stattgefunden haben, auch im Zusammenhang mit unserem Essen. Und das führt mich jetzt zu dem nächsten Punkt, dass ich Ihnen eine Familie vorstellen möchte, die ich über Vermittlungskontakte kontaktieren konnte, kennenlernen konnte. Und das ist eine Familie, die jetzt mehr als 4 bzw. 5 Generationen umfasst. Ich habe dann versucht, diese Familie zu interviewen. Die Großeltern oder die Elterngeneration, die wurden noch im 19. Jahrhundert geboren. Die Mutter wurde 1885 geboren und starb 1957. Die konnte ich natürlich nicht mehr befragen. Und auch der Mann, der 1877 geboren wurde und 1954 verstorben ist, auch den nicht mehr. Aber dieses Paar hatte 15 Kinder. Und von diesen Kindern lebten zu Beginn dieser Studie noch 2 Töchter. Die eine geboren 1929 und die andere geboren 1926, die mittlerweile aber verstorben ist. Es ist mir gelungen, dass ich mit diesem 14. Kind der Tochter mehrfache Interviews führen konnte und sie auch darüber befragen konnte, wie es früher war mit dem Kochen und Zubereiten, mit den Rollenmustern. Und ich habe mehrere Gespräche geführt mit der jüngsten Tochter, die 1929 geboren ist, die auch jetzt noch lebt. Und ich habe gesprochen mit der Enkelgeneration, also den Kindern von den noch lebenden Kindern und deren Kindern, also jetzt bereits in der 3. bzw. 4. Generation. Das nächste Bild, bitte. Diese Familie ist ganz spezifisch, weil das erste Kind 1907 geboren wurde. Die Geburt des jüngsten Kindes war 1929. Der älteste Enkel, den ich ebenfalls befragen konnte, ist 1932 geboren und das jüngste Enkelkind ist 1968 geboren. Sie merken, wir kommen allmählich in unsere Zeit und dann fangen sich an, die Generationen zu überschneiden. Das älteste Urenkelkind wurde 1962 geboren und der jüngste Urenkel 2008. Und das machen diese 120 Jahre aus, die ich Ihnen jetzt hier auch berichten möchte. Das nächste Bild. Dass Sie mal sehen, wer das ist. Das ist das Hochzeitsbild von Martha und Michael 1905. Nächster Klick bitte. Hier in der Mitte das Brautpaar. Nächstes Bild bitte. Sie sehen hier diese Familie mit 15 Kindern. Nächstes Bild bitte. Nächster Klick bitte. Das ist Martha. Klick. Das ist Laura und das ist Reinhild und das ist Michael. Das sind die Eltern. Das Bild stammt von 1937. Klicken bitte. Das ist Martha, das ist ihr Mann Michael, das ist Laura und das ist Reinhild, die eben noch diese beiden Töchter sind, die jetzt gelebt hatten, als ich sie interviewt habe. Nächstes Bild bitte. Ich möchte Ihnen jetzt einiges erzählen, was ich in dieser Familie erfahren habe. Interessant war, dass die Großmutter Martha
seit einer Erscheinung eines Kochbuches 1932, das war ein schwäbisches Kochbuch, Kochen und Backen nach Grundrezepten, hat sie verwendet. Und dieses Kochbuch hat sie ihren Töchtern mit in die Ehe gegeben. Und dieses Kochbuch gibt es mittlerweile in der 56. Auflage und wird heute noch auch in Teilen Baden-Württembergs als Schulkochbuch verwendet. Interessant ist, dass dieses Kochbuch tatsächlich in den Generationen weitergegeben wurde, sodass eine bestimmte Art von Kochtraditionen in dieser Familie erhalten blieb. Vielleicht noch ein Hinweis zu dieser Familie, dass sämtliche Kinder und Enkel bis zu ihrem Erwachsenenalter alle im süddeutschen Raum gelebt haben und damit auch eine bestimmte Kochtradition erlernt haben, die sie dann eben an ihre Kinder und Kindeskinder weitergegeben haben. Bitte weiter. Ja, wie hat sich das Kochen nun gestaltet? Martha war eine praktische Frau. Sie hatte viele Kocherfahrungen. Was sie nicht kannte, las sie in Kochbüchern nach. Und ihre Töchter gingen sozusagen im Haushalt ihr zur Hand und erlernten damit auch bestimmte Fähigkeiten. Die zweitjüngste Tochter, Laura, geboren 1926, besaß keinen Fernseher, sodass Laura hauptsächlich auf Kochbücher zurückgriff. Laura hatte 3 Söhne und 2 Töchter und ihre Töchter, also Lauras Töchter und auch Enkelin, nutzen überwiegend Social Media, um bestimmte Rezepte und Kochaspekte zu erlernen. Aber wenn es um bestimmte traditionelle Gerichte geht, greifen sie auf das Erlernte von ihrer Mutter Laura, die ja wiederum von der Großmutter gelernt hat, zurück. Oder sie benutzen das eben schon erwähnte Kochbuch. Nächste Folie. Ich fand es sehr spannend und es passt ja eigentlich ganz gut jetzt in der Weihnachtszeit, dass in dieser Familie auch eine Art von Familientradition gepflegt wird bis in die 4. Tradition hinein. Ich habe gefragt, was für Weihnachtsgerichte verwenden Sie? Und ich weiß aus den Berichten der Töchter Reinhild und Laura, dass Martha, die Großmutter, an Weihnachten und den Feiertagen salziges Hefegebäck, schwäbischen Kartoffelbrot oder schwäbisches Schnitzbrot gebacken hat. Und Martha kochte Gerichte an Weihnachten, die sowohl in Lauras Kindheit als auch von Laura und deren Töchtern heute traditionell an Weihnachten gekocht wird. Und die Tochter von Laura, das ist die Enkelin von Martha, berichtete, sie habe 2016 zu Mittag an Heiligabend Grießklößchensuppe, abends Kartoffelsalat mit kaltem Aufschnitt und an Weihnachten Gans mit Rotkohl und Klößen zubereitet, wie es ihre Mutter Laura und auch Martha praktizierte. Nächstes Bild bitte. Wer war zuständig für das Kochen? Nun, in Marthas großem Haushalt war sowohl das Essen vorbereiten, nachbereiten, das Bevorraten ausschließlich eine weibliche Angelegenheit. Es waren die Frauen und beziehungsweise die Töchter, die gekocht haben. Und auch das Kochwissen und die Kocherfahrungen wurde ausschließlich von Mutter zur Tochter weitergegeben, also matrilinear. Und für Laura, Marthas Tochter, war es selbstverständlich, sie hatte 5 Kinder, dass ihre beiden Töchter, aber nicht die Söhne, in die Arbeit einbezogen wurden. Die Männer, auch die Enkel heute, soweit ich in Erfahrung bringen konnte, und teilweise die Urenkel, waren kaum, aber immer weniger als die Töchter im Kochen und Haushalten eingebunden. Das ist also quasi so ein Muster, was sich auch vielfach deckt mit heutigen Zahlen von beispielsweise der Nationalen Verzehrsstudie, einer großen repräsentativen Studie in Deutschland, dass es nach wie vor überwiegend die Frauen sind, die im Alltag kochen. Das zeigt sich jetzt auch jüngst in der Studie der Schweizer, die eine Ernährungsstudie durchgeführt haben. Auch da sind es überwiegend Frauen, die für das Kochen im Alltag zuständig sind. Also da hat sich nicht groß viel verändert in den traditionellen Zuständigkeiten, auch wenn das allmählich zum Glück aufweicht. Nächste Folie. Ja, die Zeit. Wie hat sich die Zeit verändert? Laura hat berichtet von ihrer Mutter Martha, dass es den ganzen Vormittag in Anspruch nahm, etwas zu kochen. Das wurde ja auch noch mit Holz befeuert. Und deswegen begann schon der frühe Morgen mit Gemüserüsten, Waschen und den Holzherd befeuern.
Hingegen sind die Enkelinnen von und die Urenkelinnen von Martha heute in der Regel innerhalb von knapp 30 Minuten mit dem Kochprozess fertig. Das zeigen auch wieder repräsentative Zahlen, die in die gleiche Richtung gehen. Die nationale Verzehrstudie, knapp 30 Minuten wird im Schnitt für das Kochen aufgewendet. Oder jetzt jüngst in der Studie in der Schweiz sind es 28 Minuten, die in der Regel für das Kochen an sich aufgewendet werden. Nächste Folie. Ja, was wurde denn gekocht? Nun, Martha hatte keine Möglichkeit, das gab es in den frühen Jahren ihrer Ehe, zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht. Es gab fast nur regionale und saisonale Gerichte. Lebensmittel wurden aus dem Garten bezogen oder vom Bauern bezogen und nur das eingekauft, was man unmittelbar selber brauchte und nicht herstellen konnte. Es gab traditionelle Gerichte. Es gab die Grundnahrungsmittel, Kartoffeln und Weizenprodukte, Roggenvollkornbrot, im Winter viel Sauerkraut, welches selber hergestellt wurde, eingekochtes Gemüse oder in Erdmietern eingelagertes Gemüse, woraus dann am Ende bestimmte Gerichte hergestellt wurden. Fleisch gab es nur am Sonntag und es gab immer Suppe vorneweg. Das nächste Bild bitte. Nun, hier kommen nun die Männer ins Spiel, die vorgestellten Frauen, also Großmutter Martha, ihre Tochter Laura oder Reinhild, deren Töchter haben sich in ihrer Kochweise überwiegend nach den Männern, ihren Ehemännern gerichtet. Und Laura, die 1929 geboren wurde, in den 50er Jahren geheiratet hatte und die Tochter Sabine 1960 geboren, hat berichtet, dass ihre Mutter Anfang der 80er Jahre Vollwertgerichte einführen wollte. Hingegen war dann der Vater von diesem Gericht nicht begeistert und daraufhin wurde das auch nicht weiter in der Familie verfolgt. Hingegen hat Susanne bei ihrer eigenen Ehe dann später diese Gerichte sehr wohl und gerne gekocht. Und das Interessante ist, dass sich nun der Fokus verändert. Haben früher die Frauen sich vorwiegend nach den Männern und deren Präferenzen gerichtet, so kann man sagen, dass heute die Männer ja überwiegend auch unterwegs sind oder gar nicht dabei sein können aufgrund des Berufes und dass sich dann die Frauen überwiegend nach den Wünschen und den Vorstellungen der Kinder richten, in dem, was gekocht wird. Nach dem Motto, wenn ich schon was koche, dann soll es auch den Kindern schmecken. Nächste Folie. Das Thema Nachhaltigkeit war zu Beginn der Ehe von Laura oder auch ihrer Mutter Martha kein Thema. Allerdings wurde in dieser befragten Familie das Essen immer sehr wertgeschätzt. Alle, die jetzt noch den Ersten und Zweiten Weltkrieg mitgekriegt haben, hatten diese Knappheit und auch Hunger erlebt, sodass es ganz eindeutig in dieser Familie immer darum ging, sämtliche Reste, die man hat, auch weiter zu verwerten. Wenn man die Enkel oder Urenkel fragt, was ihnen Essen heute bedeutet, so wird auch hier deutlich in der Familie, dass das Essen nach wie vor nichts Selbstverständliches ist. Allerdings eher unter einem anderen Aspekt, nämlich der der Nachhaltigkeit oder dass man auch sich verantwortlich fühlt im Zusammenhang der Klimaerwärmung, Globalisierung, dass es ethisch gerechtes Essen ist. Also die Wertschätzung war immer vorhanden. War es dann noch bei den Großeltern, den Müttern, eher die Dankbarkeit, für die man das Essen dann entgegennahm, ist es heute bei den jüngeren Enkeln und Urenkeln eher die Frage der Nachhaltigkeit im Umgang mit dem Essen. Nächste Folie. Auch die gemeinsamen Werte sind damit vorhanden. Und es war immer deutlich in der Familie, dass Essen mehr ist als bloße Nährstoffzufuhr. Und Essen war immer Teil der Familienzeit, der Familientraditionen. Und das, was gekocht wurde, wurde auch wertgeschätzt und gegessen. Nächste Folie. Sowohl Laura als auch Reinhild, die beiden Töchter dieser Großfamilie, berichteten, dass ihre Mutter Martha eine sehr gute Köchin gewesen sei, die auch sehr fortschrittlich war zu der damaligen Zeit. Auch Laura hat gemäß ihrer Tochter Susanne immer mit großer Freude und Engagement gekocht. Und dies ist auch bei Susannes Kindern, Susanne als die dritte Generation, deren Kinder der Fall, dass beispielsweise in ihrer Familie ein Sohn mittlerweile das Kochen nach dem Studium auch noch zusätzlich erlernt hat. Nächste Folie.
Nächste Folie bitte. Kochen also in dieser Familie ist etwas, was ganz eng mit Heimat und Identität verknüpft ist. Die speziellen Gerichte, die in dieser Familie auch heute noch gepflegt werden, sie schaffen Zugehörigkeit, sie schaffen Erinnerungen. Über den Genuss, über das Schmecken kann man quasi sich an das erinnern, wie es einmal war oder wie es in schönen Gelegenheiten ist. Und so kann man sagen, dass das Kochen quasi den Raum schafft, dass das Essen einverleibt und Teil einer Tradition wird. Und damit auch das Essen eine Botschaft ist, die leiblich erfahrbar ist. Kochen also immer eine Voraussetzung, dass das überhaupt stattfinden kann. Kochen ist immer ein kreativer Prozess, aber setzt immer Voraussetzungen auch voraus, die eben hier zum Tragen kommen. Ich erinnere an dieses kleine Modell, diese Größen in diesem Prepare-Modell, wie ich es schon vorgestellt hatte. Nächste Folie. Welche Prägungen sind also im Zusammenhang mit der Verpflegung, mit dem Essen, mit dem Kochen bedeutsam? Ich habe jetzt mal versucht, das innerhalb dieser Generationen, die ich befragen konnte, weil die Großeltern konnte ich ja nicht mehr befragen, weil die lange vor meiner Geburt verstorben sind, habe ich versucht mal aufzuzeigen. Also die noch befragten F2-Töchter, geboren 1926 und 1929. Für sie waren die Speisen regelmäßige, bestimmte Zeiten. Sonntag wird besonders gekocht. Das beginnt sich aufzulösen in der nächsten Generation, also in der F3-Generation. Da wird sie immer noch regelmäßig gekocht. Die Veränderung, Entschuldigung, die entsprechenden Außerhausverzehrprodukte nehmen allmählich zu. Und bei der F4-Generation ist die Zeit eher beliebiger. Also man isst nicht unregelmäßig, aber so wie es jetzt gerade passt. Man hat nicht mehr den 8 Uhr, 12 Uhr Nachmittags-Abend-Zyklus in dieser strengen Abfolge. Werte und Einstellungen haben sich ebenfalls verändert. Aber auch hier verändert sie sich von dem reinen Frauenaufgabenfeld, zunehmend auch, dass Männer hier eher mit einbezogen werden. Und bei den Anforderungen an das Essen, hier noch bei der F2-Generation, die Pünktlichkeit, die Sparsamkeit, man isst, was man kennt, eher kein oder kaum ein Außerhausverzehr. Bei den F3-Generationen, also den Enkeln, hier hat man schon eher einen pragmatischen Zugang. Man hat auch jetzt zunehmend internationales Essen und Kochen gelernt. Hingegen die Urenkel, die heute je nach Situation auch gerne Convenience-Produkte einbeziehen, der Preis ist wichtig. Man möchte aber auch wieder zunehmend zurück, Regionalität und auch mehr erfahren, wie es tatsächlich früher zubereitet wurde. Nächste Folie bitte. Wenn man das jetzt nochmal auf dieses vorgestellte Prepare-Modell überträgt, was heißt das jetzt im Verlaufe der Generationen in Bezug auf die Personen? Wer ist denn dabei? Bei Martha waren es ganz klar ausschließlich die Töchter, die gekocht und zubereitet haben. Bei Marthas Töchter, also Reinhild und Laura, ist es nach wie vor Aufgabe der Frauen oder der Töchter. Hingegen bei den Enkelinnen ist es eben durchaus auch partnerschaftlich spannend war, dass mir mitgeteilt wurde, in dem Moment, wenn Frauen Kinder bekommen haben, dann kippte es wieder so in dieses traditionelle Frauenthema zurück, dass Frauen dafür eher zuständig sind. Hingegen die Urenkel, die eher partnerschaftlich jetzt, aber immer noch mehr Frauen als Männer zuständig sind. Bei den Ressourcen, Martha, sehr regional, sehr saisonales Essen. Da kann man auch erkennen anhand der Entwicklungen auch des Lebensmittelangebotes, des Marktes, der unterschiedlichen Techniken, die ja auch jetzt in den vergangenen Jahrzehnten sich im Haushalt gezeigt haben, dass sich daran auch das entsprechende zubereitete Gerichte verändert haben. Also heute eher in Richtung Multifunktionalität. Also man hat nicht mehr nur den
Backherd, der mit Holz befeuert wird, so wie es noch bei Martha der Fall war, sondern wir haben jetzt bei den Enkeln, Urenkeln heute voll ausgestattete Küchen mit Mikrowellen, mit Spülmaschinen, mit Steamer, eben auch, um ein personalisiertes Kochen zu ermöglichen. Die Kompetenzen, wo wurden die vermittelt? War es eigentlich noch bis zur F2-Generation ganz klar eine Sache, die matrilinear von den Müttern auf die Töchter vermittelt wurde, was die Kochkenntnisse anbelangt, so können wir heute eher in Richtung einer multimedialen Vermittlung gehen. Also dass beispielsweise dann auch die Zugänge zum Internet jetzt zunehmend genutzt werden und heute bei den Urenkeln eigentlich die Social Media vorneweg stehen. Allerdings, wenn es um spezifische traditionelle Gerichte wie in dieser Familie geht, wird immer noch auf die direkte Erfahrung der jeweiligen vorherigen Generation zurückgegriffen, dass man eben dann nochmal nachfragt, wie war das, wie hast du das gemacht und gibt es da dann nochmals andere Erfahrungen, die ich jetzt eben noch nicht erlernt habe. Generell kann man sagen, dass die jeweiligen Finanzmittel bis zur F2-Generation ganz klar durch die Sparsamkeit geprägt waren. Ganz klar, es war eine arme Zeit. Und heute hat man eben eher noch andere Möglichkeiten, an Lebensmittel heranzukommen. Insgesamt wurden Lebensmittel auch in den letzten Jahrzehnten gemessen am Einkommen günstiger, sodass auch durch das vielfältigere Angebot die günstigeren Preise eine andere Auswahl stattgefunden hat. Wenn man sich jetzt fragt, ja, in welchem Kulturraum spielte das Ganze ab? Und was hat sich da verändert? Dann kann man eigentlich sagen, dass sich so ab der zweiten, dritten Generation, das waren so im Schnitt so in den 50er, 60 Jahren des vergangenen Jahrhunderts, auch der Aspekt der Internationalisierung verändert hat. Es gab neuere Gerichte, neuere Erkenntnisse auch aus den Urlaubsorten, die man jetzt aufgesucht hatte. Und so haben sich eben dann auch die jeweiligen Zubereitungsweisen verändert. Und wenn man jetzt nochmals die Bedeutungen sich anschaut, wie sich die Bedeutung des Kochens und des Essens innerhalb dieser vier Generationen hier verändert haben, dann meine ich, ist sehr auffällig, dass sich quasi so ab der dritten Generation eine Umkehrung der Bedeutsamkeit feststellen lässt. Hat man eigentlich noch bei Martha und auch bei ihren Kindern das gekocht, was man hatte? Also die Lebensmittel bestimmten das, was man kocht. So kann man sehen, dass sich in der dritten und vierten Generation der Prozess so umgekehrt hat, dass man das Kochen mittlerweile als ein Hobby sieht und nicht mehr als eine Notwendigkeit und dass es auch eine Form der Beschäftigung ist, die man im Alltag pflegt und dass man sich gezielt die Lebensmittel auswählt, die man verarbeiten und kochen möchte. Nächste Folie bitte. Wenn man jetzt diese verschiedenen Aspekte, einmal diese kleine Studie, wo wir unsere Studierenden befragt haben, nach dem Motto, was hat sich jetzt in deiner Familie von einer Generation zur nächsten verändert? Oder wenn man jetzt dieses Fallbeispiel dieser süddeutschen Großfamilie betrachtet, so fällt auf, dass überall gekocht wird und dass das Kochen wie so das Bindeglied zwischen den Generationen ist. In all den Befragungen, die ich Ihnen hier vorgestellt habe, wird fast überall täglich, manchmal sogar auch zweimal täglich oder wiedererwärmtes verspeist. Kochen ist immer aber mit Ressourcen verbunden und auch mit entsprechenden Kenntnissen. Und wie ich bereits erwähnt hatte, wurde noch bei Martha und ihren Töchtern das gegessen, was man gekocht hat, also was verfügbar war. Und heute, vor allem bei den Enkeln und Urenkeln, kocht man, was man essen möchte. Und Kochen ist eine Chance, eine Möglichkeit, und nicht mehr eine ausschließliche Notwendigkeit, weil das entsprechende Angebot ja am Markt auch verfügbar ist. Die Kochdauer hat sich wesentlich verkürzt.
hatte Martha noch den gesamten Vormittag dafür aufwenden müssen, so sind es heute knapp 30 Minuten. Die Kompetenzen haben sich verändert, vor allem auch durch den Einzug verschiedener Techniken in die Haushalte. Manches, was noch bei Martha selbstverständlich war, wird heute durch die Enkel und Urenkel hinterfragt. Woher kommt das Essen? Hat es jetzt Saison? Das waren alles Größen, die für Martha überhaupt keine Frage war. Es gab nichts anderes. Und das Kochen an sich war auch, so hat es mir zumindest ihre Tochter berichtet, nichts, worüber man sich groß ausgetauscht hätte. Es war selbstverständlich, dass eine Frau kochen können musste. Wie gut? Das war natürlich die andere Frage. Was aber in dieser Familie auch deutlich wurde, ist, dass die Werte geblieben sind. Sie heißen heute anders. Sie hießen früher das Haushalten können, die Hauswirtschaft, dass man dankbar ist, dass man betet vor dem Essen. Heute sprechen die Enkel und Urenkel über Nachhaltigkeit, über ressourcenschonendes Vorgehen, über mögliches ethisches Nachdenken dessen, was gekocht und zubereitet wird. Nächste Folie. Kochen ist also mehr als die Zubereitung, die Transformation. Kochen hat immer mit Kenntnissen zu tun, mit Wissen, mit Erfahrung, aber auch mit Wertschätzung. Mit dem Wertschätzen dessen, woher die Lebensmittel kommen und der Person, die diese Lebensmittel zubereitet. Und es geht dabei auch immer um die Weiterführung von Interaktionen, indem man eben gegenseitig sich in den Kochtopf schaut und lernt, wie diese Dinge vor- und zubereitet werden, vermittelt man eben auch die Werte, das Umgehen, das Anwenden dieses Wissens. Und heute meine ich, ist es ganz hilfreich, den kleinen Blick zurückzuwerfen. Zukunft braucht Herkunft. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen anhand dieser Ausführungen zeigen, dass Kochen auch heute noch nichts Selbstverständliches ist, dass es ein Teil einer wichtigen Tradition ist, von kulturellen Werten, die es sich lohnt zu pflegen und am Ende natürlich auch das Gekochte zu verspeisen und zu genießen. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Brombach, für diesen anschaulichen und spannenden Vortrag. Und wie interessant das war, das sehen wir auch in den vielen Fragen, die uns eingesendet wurden. Und ein oder zwei möchte ich gerne noch an Sie weiterleiten. Und zwar, gibt es denn einen Zusammenhang zwischen Kochkompetenz, Geschmacksbildung und Ernährungsweise? Das wäre die erste Ja, Frage. ich glaube schon. Also vielleicht darf ich da kurz ausholen. Das Essen ist ja ganz stark mit Erinnerungen, mit Erleben, mit den Sinneswahrnehmungen verknüpft. Und das Kochen ist ja wie so eine Vorbereitung dazu. Ja, also ich rieche vorher etwas, ich höre, wie es im Topf brodelt und dampft. Und das ist ja auch wieder so ein ganzheitliches Erfahren. Und indem, dass ich es tue, ja, ich brauche ja verschiedene Handgriffe. Also es geht ja nicht nur, dass ich irgendwas in den Topf werfe, sondern ich muss das Essen mir ja auch vorher überlegen und ich muss ja auch verschiedene Garverfahren kennen, weil sich nicht alle Garverfahren darunter verstehe ich. Also das Kochen, das Braten, das Dämpfen, das Dünsten, das Backen, nur ein paar zu nennen. Darunter verbergen sich ja auch diese Veränderungen der Speisen in was Essbares und das muss ich verstehen und das hängt zusammen. Und für mich ist es wie eine Einheit. Also das Erlernen dieser Kompetenzen, das Erfahren dessen, was da passiert über meine Sinne, die ja nichts anderes sind als Fenster zur Welt, Fenster zum anderen hin, das miteinander darüber reden und teilen, ja, was machst du da und wie geht das und kannst du das für mich mal zeigen? Das ist das, was da stattfindet. Und ich glaube, auch ein Aspekt, der mir wichtig ist, es geht um Können. Es geht nicht nur um Kennen. Wir haben heute so viele Informationsmöglichkeiten. Das hatte weder die Martha noch hatte das die Laura. Das begann ja erst ab der dritten Generation dieser jetzt vorgestellten Großfamilie. Sondern es geht darum, dass ich etwas tue. Das Tun führt zum Können. Wenn ich etwas kenne, heißt es noch nicht, dass ich es kann. Das war jetzt so ein bisschen eine längere Ausführung. Danke.
Wir haben noch vielleicht ganz kurz Zeit für eine letzte Frage, liebe Frau Brombach, gerne mit einer knappen Antwort. Wie kann Ernährungskompetenz und Interesse an Ernährung und Kochen bei Männern im Seniorenalter gefördert werden? Durch gemeinsames Tun. Sie laden die Männer ein und vielleicht, wenn sie dann wissen, am Ende kommen andere und kosten, was sie gekocht haben, dann könnte das ein Weg sein. Vielen Dank, Frau Brombach. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren für Ihren spannenden Vortrag, die Beantwortung der Fragen und herzliche Grüße in die Schweiz.